Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 27. Harry außer sich. Sich selbst die Frage stellend, warum es ihn schmerzte, über Ginnys Schwangerschaft informiert worden zu sein, konnte sich Harry nicht beantworten. Immer wieder sagte er in Gedanken zu sich selbst, dass es sein Kind hätte sein können, hätte sein sollen, dass Ginny seine Frau hätte werden können und dass er derjenige war, der mit ihr alt werden müsste. Er wollte derjenige sein, der in 60 Jahren ihre kleine, runzlige Hand küssen würde, bevor sie sich aufmachten, ihren Urenkel zum Geburtstag zu besuchen. Mit entsprechend betrübtem Gesichtsausdruck betrat Harry die Räume von Severus, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Alarmiert beobachtete Severus, wie Harry völlig mechanisch den Hund rief und ihn anleinte und wieder zur Tür hinausgehen wollte. »Harry?« fragte Severus leise. Nachdem er sich umgedreht hatte, fragte Severus ihn. »Alles in Ordnung?« Harry nickte zunächst und belog sich selbst. Zu seinem eigenen Erstaunen antwortete er jedoch, »Nein, nichts ist in Ordnung.« Mit einer hochgezogenen Augenbraue sagte Severus trocken. »Dann haben Sie die falsche Geste für Ihre Worte gewählt.« Nur kurz lachte Harry, bevor er einen Seufzer unterdrückte. »Warten Sie, Harry. Ich werde Sie begleiten.« Durch die Oberlichter schien sowieso wenig Sonnenlicht in die Räume der Kerker. Doch trotzdem hatte Draco alle Vorhänge in seinem Zimmer zugezogen. Auf seiner Couch liegend sinnierte er über sein vergangenes Leben, sein derzeitiges und über seine Zukunft. Beim Gedanken an Letzteres lief ihm eine Gänsehaut über den Rücken. Wenn er im Hier und Jetzt nicht etwas unternehmen würde, hätte er keine Zukunft. Es war schlimm genug zu wissen, dass seine Familie über die vielen Wehwehchen, die mit der Zeit umfangreicher und schlimmer geworden waren, stets hinweggesehen hatte. Hinzu kam, dass sein Vater dieses Manko nicht wahrhaben wollte und offenbar noch immer nicht wahrhaben will. Er verhielt sich den ganzen Fakten gegenüber blind und letztendlich wurde er es tatsächlich. Und trotz des Verlustes seines Augenlichts schien seinem Vater noch immer mehr an der Reinblütigkeit zu liegen, als daran wieder sehen zu können. Sein Vater hielt es für eine Schande, zuzugeben zu müssen, durch das reingehaltene Blut nun fehlerhafte Gene zu besitzen. So leicht. Es war immer so leicht gewesen, einfach davonzulaufen oder sich in der harten Schale zu verstecken. Doch jetzt fiel es ihm immer schwerer, den coolen Malfoy heraushängen zu lassen. Vorhin hatte er die rothaarige Weasley angerempelt und nachdem sie ihre Unterlagen hatte fallen lassen, hatte er sich tatsächlich niedergekniet und ihr geholfen, sie wieder aufzuheben. Sie hatte ihn angesehen, als würde sie glauben, er stünde unter dem Imperiusfluch. Wahrscheinlich hatte sie eher damit gerechnet, dass er einen blöden Spruch machte. So etwas wie,
Kannst du nicht aufpassen, wo du hinrennst, Wiesel? Er hatte es schon auf der Zunge, aber er schluckte den Satz hinunter und tat etwas, selbst für ihn, völlig Überraschendes. Es war ihm alles so fremd. Es war so seltsam, wie höflich sich Menschen ihm gegenüber verhielten, die ihn eigentlich hassen müssten. Er war sich selbst manchmal fremd und er fühlte sich allein. Sein Onkel Severus zählte nicht. Severus war Severus. Doch an die Möglichkeit, mit ihm offen reden zu können, über Gefühle reden zu können, glaubte er nicht. Den einzigen Menschen, der ihm von Mal zu Mal mehr zu bedeuten schien, hatte er von sich gestoßen. Würde Susan ihm seinen Gefühlsausbruch vergeben können? Er hoffte es sehr. Draco wünschte sich, dass sie seine Entschuldigung annehmen würde, doch er hatte Zweifel, dass sie seinen Worten Glauben schenkte. Womöglich ahnte sie sogar, dass es nicht seine, sondern Severus' Worte in dem Brief waren. Sie gab sich wirklich Mühe, das musste er ihr zugestehen. Die sanfte Stimme, die glänzenden Augen, das gewinnende Lächeln. Als er an sie dachte, besserte sich seine Stimmung zusehends. Draco schwang sich vom Sofa und setzte sich an das Schreibpult, um einen zweiten Brief an sie zu schreiben, indem er jetzt seine eigenen Worte benutzte. Er hoffte, dass Susan zustimmen würde. Sehr geehrte Miss Bones, bitte erlauben Sie mir, meinen Fehler wiedergutzumachen. Ich möchte Ihnen beweisen, dass ich anders sein kann, auch wenn es mir immer noch sehr schwer fällt. Zu viel ist in den letzten Wochen und Monaten passiert. Ich würde es Ihnen gern versuchen zu erklären, wenn ich darf. Am Montag zum Abendessen? Darf ich Sie irgendwo abholen? Ergebens Draco Malfoy. Und bevor ihn die schlechte Laune wieder überkam, faltete er den Brief zusammen und schickte ihn mit einer Eule zu Susan. Er hoffte so sehr, dass sie seiner Einladung zustimmen würde, aber was war, wenn nicht? Im Ministerium wuselte der Minister von einem Büro zum anderen, um Anweisungen zu geben, und so stürmte er auch zu Susan ins Zimmer. Miss Bones, ich möchte, dass Sie einen Text erstellen, mit dem das Ministerium allen Zauberern und Hexen, besonders denen aus reinblütigen Familien, einen kostenlosen Gesundheitscheck anbietet. Es soll jedoch keinesfalls das Gerücht in Umlauf gebracht werden, dass alle Reinblüter defekte Gene besäßen. Das ist nicht so. Aber ich denke, die meisten Zauberer sind sich darüber bewusst, was diese alte Tradition mit reinem Blut für Probleme mit sich bringt. Machen Sie das im Anzeigenformat. Bloß nicht auf die Titelseite! Schaffen Sie das bis zum Wochenende, Miss Bones? Ich möchte, dass am Montag die Eulen an die Zeitung rausgehen. Und informieren Sie bitte die Presseabteilung, denn spätestens Dienstag werden wir mit Anfragen überschwemmt werden. Sagte Minister Weasley recht hastig. Er schien unter Termindruck zu leiden. Kurz nachdem Mr. Weasley sie allein gelassen hatte, flatterte eine Eule durch das Fenster. Draco wollte sie am Montag zum Abendessen einladen. Gerade jetzt, wo sie so viel zu tun hatte. Sie nahm sich trotzdem die Zeit, seinen Brief sofort zu beantworten. Ihre Situation erklärend, versicherte sie, dass sie seine Einladung gern annehmen würde, jedoch zu einem anderen Zeitpunkt. Sie drückte ihr Bedauern aus, am Montag keine Zeit zu haben, weil sie von ihrer Arbeit eingenommen wurde. Nichtsdestotrotz hoffte sie, seine Einladung würde durch ihre Absage nicht verfallen. Sie sandte die Eule zurück und drückte die Daumen, dass er sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlte. Nach dem Spaziergang fühlte sich Harry nur etwas erleichtert. Er hatte Severus erzählt, dass Ginny die siebte nachholen wollte. Severus erinnerte sich sofort an das, was er in Harrys Gedanken gesehen hatte. Er wusste,
dass sein Kollege noch immer an der Trennung mit der jungen Weasley litt. Allerdings lagen ihm Herzensangelegenheiten überhaupt nicht, weswegen er nur kurz und knapp empfahl: Sehen Sie's doch einfach als eine neue Chance. Harry schnaufte und erklärte: Das geht nicht. Erstens wird sie meine Schülerin sein. Und ich gehe davon aus, dass es Gesetze gegen solche Beziehungen gibt. Und zweitens... Harry verstummte. Es gab viele Dinge, die Severus nicht ausstehen konnte. Eines davon waren unbeendete Sätze. Weswegen er nach einer Weile nachhakte. Und zweitens... Harry schaute dem Hund dabei zu, wie der gerade einen Busch bewässerte, als er leise offenbarte: Sie bekommt ein Kind, wahrscheinlich von diesem Spanier. Sachlich fragte Severus: Und wann soll die Hochzeit sein? Etwas sauer über die taktlose Frage meckerte Harry: Von einer Hochzeit war überhaupt gar nicht die Rede. Severus hob eine Augenbraue und sagte mit mysteriösem Unterton: Und das macht sie nicht stutzig, Harry? Severus wünschte sich, von Harrys jetziger Mimik einen Gipsabdruck zu fertigen, um Harry immer wieder vor Augen halten zu können, was für dümmliche Gesichtsausdrücke er formen konnte. Erklärend tat Severus kund, dass Mollys und Arthurs einzige Tochter in anderen Umständen sei, welche sie hüteten wie ihren Augapfel, sie sei ihr Nesthäkchen. Und es sei von keiner Hochzeit die Rede? Es wäre wohl angebracht, dass Harry und Mr. Weasley ein paar Worte wechseln würden. In seinem Büro nutzte Harry den Kamin, um Verbindung mit Ron aufzunehmen. Harry, da bist du ja endlich. Hab den ganzen Tag über versucht, dich zu erreichen, sagte Ron aufgebracht. Was ist denn los, Ron? Warum so aufgeregt? Fragte Harry etwas erstaunt. Ron seufzte und erklärte: Du glaubst es nicht. Mein Vater will, dass unsere Familie die erste ist, die sich so einem komischen Gesundheitscheck unterziehen soll. Er macht natürlich auch mit. Ich finde das langsam nicht mehr so witzig, dass er Minister ist. Er meint, er müsse mit gutem Beispiel vorangehen und natürlich muss seine Familie... Harry unterbrach Ron und fragte: Himmel, um was geht es denn eigentlich? Was für ein Gesundheitscheck? Sein Freund erklärte ihm, dass am Montag eine Anzeige im Propheten stehen würde, die allen Rein- und Halbblütern anbieten würde, einen kostenlosen Gesundheitscheck durchführen zu können. Ron erklärte: Das wird natürlich nicht in den Zeitungen stehen, aber Dad meint, dass besonders Reinblüter unter gesundheitlichen Problemen leiden würden und dass man den Leuten helfen muss. Kannst du dir das vorstellen? Mit weinerlicher Stimme fügte Ron hinzu: Harry, ich will da nicht hin. Die Presse wird da sein. Alle werden glotzen. Harry lachte über das kindische Gehabe seines Freundes, bevor er ernst wurde und fragte: Sag mal, Ron, wegen Ginny. Oh, hat sie dich besucht, ja? Fragte Ron erfreut. Nickend bejahte Harry, bevor er sagte: Sie hat mir gesagt, naja, sie sagte, sie wäre... schwanger. Den Mund zusammenkneifend, blickte Ron zunächst über seine Schulter, bevor er leise zu Harry sagte: Red bloß nicht mit Hermine darüber und erwähne das ja nicht im Beisein meiner Mutter. Das hier ist ein heißes Eisen, Harry. Bevor Harry nachfragen konnte, hörte er im Hintergrund Hermines Stimme fragen: Mit wem sprichst du da, Ron? Ist das Harry? Hallo, Harry! Hermine hatte Ron vom Kamin weggedrängt, um einen Plausch mit Harry zu halten. Die offizielle Anzeige des Ministeriums am Montag wurde von der Presse nicht achtlos behandelt, sondern brachte es einen Tag darauf doch noch auf die Titelseite. Der Tagesprophet warb mit der Schlagzeile: Tabuthema vom Mysterium aufgegriffen. Die meisten Zeitungen berichteten sehr erleichtert darüber, es wäre längst an der Zeit gewesen,
über gewisse Nachteile alter Traditionen zu sprechen, schrieb man in der Morgeneule. Ein Journalist outete sich zudem, indem er seine eigenen Befürchtungen schilderte, genau wie sein Vater an Schüttellähmung erkranken zu müssen. Die Muggelpost, einer Zeitschrift für den freidenkenden Zauberer, die besonderes Augenmerk auf die Geschehnisse in der nicht-magischen Welt hatte, druckte bereits Interviews von Reinblütern, die über ihre Probleme mit Erbkrankheiten berichteten. Auf einem Foto bemerkte Harry den peinlich berührten Gesichtsausdruck seines besten Freundes, als der Minister seinen Arm um dessen Schulter legte. Untertitel des Bildes: Die reinblütigen Weasleys machen den ersten Schritt. Mit Herzrasen verschlang Draco den Tagespropheten. Er hatte seine Räumlichkeiten nicht mehr verlassen, weil er damit rechnete, von allen möglichen Personen auf das aktuelle Thema der Medien angesprochen zu werden. Selbst Severus ließ er nicht zu sich hinein. Abends suchte Harry Severus auf, der jedoch mit betrübter Miene nur auf der Couch lag und ihn nicht beachten wollte. Mit angeleintem Hund und bereit zum Gehen fragte Harry mutig: Severus, Lust mitzukommen? Er wollte ihm das gleiche Angebot machen, das Severus ihm neulich gemacht hatte, nämlich spazieren zu gehen und dabei zu reden, doch Severus lehnte ab. Der Hund war schon ziemlich gewachsen und reichte Harry bereits bis zum Knie, obwohl er noch so jung war. Aufgeweckt zerrte er an der Leine und bestimmte den Weg. »Was denn? Heute wieder eine andere Richtung?« sagte Harry nachgebend. Stolpernd folgte Harry dem lebhaften Tier, während er murmelte: »Wer führt hier eigentlich wen aus?« Der Hund schnüffelte überall, bis er eine Witterung aufgenommen zu haben schien. Mittlerweile musste Harry sehr schnell laufen, um mithalten zu können. »Ah, du hast Fang gerochen«, sagte Harry grinsend, als der Hund auf Hagrids Hütte zulief. Desto erstaunter war er, als der Hund mit wachsendem Enthusiasmus an der Hütte vorbeilief. »Harry, nicht so schnell«, rief Harry und zeigte dem Hund mit einem leichten Ruck an der Leine, wer das Sagen hatte. Aber der Hund wurde trotzdem nicht langsamer. 100 Meter von Hagrids Hütte entfernt blieb er abrupt stehen und begann zu bellen. »Scht, ruhig! Ich habe keine Lust, mich mit den Zentauren anzulegen«, sagte Harry besorgt und tastete vorsorglich seine Jacke ab, ob denn auch sein Zauberstab griffbereit wäre. Der verbotene Wald war nicht weit entfernt. Die Sonne ging bereits unter und nachts war der Wald besonders gefährlich. Harry drehte sich um und zog an der Leine, weil er gehen wollte, aber der Hund sträubte sich und hörte nicht auf zu bellen. Er starrte ins Nichts und kläffte aufgeregt. Sein Schwanz wedelte nicht. Mit wachen Augen versuchte Harry auszumachen, was den Hund so aufregte, aber er konnte absolut nichts erkennen. »Ist da jemand?«, rief Harry laut und schüttelte innerlich den Kopf, weil ihm bewusst wurde, dass auf solche Fragen selten eine Antwort kam. Er hob einen Stock vom Boden auf und vergewisserte sich zunächst, dass er keinen Bowtruckle in der Hand hielt, bevor er ihn in die Richtung warf, die der Hund ankläffte. Der auf dem Boden fallende Stock hatte nichts aufgeschreckt. Seltsam war jedoch, dass nicht einmal der junge Hund, dessen Spieltrieb sich in seinem Alter auf dem Höhepunkt befand, sich von dem Stock dazu animieren ließ, ihm mit hängender Zunge nachjagen zu wollen. Nichts da. Der Hund bellte unbeirrt weiter. Plötzlich hörte Harry ein weiteres Bellen hinter sich, welches sich näherte. Es war Fang, der dem Ruf seines Artgenossen gefolgt war. Es dauerte nicht lang,
Da stimmte Fang mit seinen tiefen Lauten in das durchgehende Gebell ein. Nun starrten beide Hunde in ein und dieselbe Richtung und kläfften, als würden sie einen Feind auf Abstand halten wollen. »Was zum?« fragte sich Harry. Kurze Zeit später hörte er Hagrids Stimme. »Fang, du dummer Hund, bist du wohl ruhig? Aus!« Aber weder Fang noch Harry hörten auf mit dem Bellen. »Hagrid, was haben die nur?« fragte Harry mittlerweile leicht besorgt. Mit abwinkender Geste sagte Hagrid. »Ach, so sind Hunde halt manchmal. Bellen Luft an. Vielleicht haben sie nur einen Maulwurf gewittert. Los, Fang, ab nach Hause.« Fang gehorchte, aber Harry war noch nicht so gut erzogen. Für heute gab es genügend Auslauf, weswegen Harry wieder zurück zum Schloss gehen wollte. Er musste den Hund regelrecht zerren, aber das Bellen verstummte dennoch nicht. Der Hund blickte immer noch auf die gleiche Stelle und kläffte. Er sträubte sich gegen alle Versuche seines Herrchens, diesen Ort wieder verlassen zu müssen. Mit zusammengekniffenen Lippen nahm Harry den Hund auf den Arm, der auch jetzt nicht aufhörte anzuschlagen. Den Hund fest an sich gedrückt, blickte er dem Vierbeiner in die Augen. Die Pupillen waren verkleinert. Die Augen bewegten sich nicht hin und her, sondern fixierten eine Stelle. Es war egal, wie herum sich Harry drehte. Der Kopf des Hundes verrenkte sich geradezu, damit er die mysteriöse Stelle nicht aus den Augen verlieren würde. Er musste etwas in der Ferne ausgemacht haben. Mit flauem Gefühl in der Magengegend blickte Harry noch einmal in die Richtung, in die der Hund kläffte. Für einen kurzen Moment fühlte er sich plötzlich beobachtet. Vor lauter Schreck rannte Harry mit dem bellenden Hund im Arm zurück zum Schloss. Völlig aus der Puste stürmte Harry in Severus' Wohnzimmer. »Ist etwas geschehen, Harry?« erkundigte sich Severus besorgt, der sogleich von seiner Couch aufgestanden war. Im Anschluss fragte er, »Warum tragen Sie den Hund?« Zunächst ließ Harry den Hund hinunter und dann von der Leine. »Sie hätten doch mitkommen sollen. Es war echt seltsam, was da draußen eben abgelaufen ist«, erklärte Harry mit einem leichten Schrecken in der Stimme. Ohne zu fragen, schenkte Severus zwei Gläser Feuerwhisky ein und reichte Harry ein Glas, das dieser dankend annahm. Sich setzend und einen Schluck nehmend, wartete Severus einen Moment, bevor er Harry aufforderte. »Also, erzählen Sie, was so Seltsames geschehen ist.« Harry erzählte die ganze Geschichte, bis auf die Tatsache, dass er sich beobachtet gefühlt hatte. Nachdem Harry seine Schilderung über das eben Erlebte beendet hatte, seufzte Severus. »Dafür schenke ich Ihnen von meinem guten Feuerwhisky ein, nur weil die Hunde wie verrückt gebellt haben und ich befürchtete, es wäre etwas Schlimmeres geschehen«, sagte Severus monoton. Harry spielte beleidigt und konterte, »Oh, tut mir ja leid, dass ich Sie damit gelangweilt habe.« Beide nippten an ihrem Whisky, bis Harry kleinlaut fragte, »Kennen Sie das Gefühl, beobachtet zu werden?« Severus wurde hellhörig, ließ sich jedoch nichts anmerken. Schließlich antwortete er gelassen, »Wenn mich dieses Gefühl überkommt, Harry, dann stellt sich zu 99% heraus, dass tatsächlich jemand in der Nähe ist, der mich observiert.« »Ah, verstehe. Der Spion in Ihnen?« sagte Harry abrupt verstummend, als Severus ihm einen bösen Blick zuwarf. Neugierig fragte Severus, »War es das? Haben Sie sich beobachtet gefühlt und haben Sie daher die Beine in die Hand genommen?« Etwas beleidigt antwortete Harry, »Ich bin nicht feige. Falls Sie darauf anspielen wollen, hätte ich einen Gegner gesehen, hätte ich mich ihm gestellt. Aber so nichts, so rein gar nichts zu sehen und dann noch Augen auf sich zu spüren. Und der Hund hat etwas gesehen, da bin ich mir ganz sicher. Völlig egal,
wie viel imaginäre Maulwürfe mir Hagrid einreden möchte. Harry wollte es gar nicht aus den Augen verlieren. Nur deswegen habe ich ihn getragen, weil ich ihn nicht zum Gehen bewegen konnte. Ich möchte mal sehen, wie sie sich wehren, wenn sie niemanden sehen können und... Bei Merlin, beruhigen Sie sich. Nehmen Sie noch einen Schluck und dann sagen Sie mir, wo die Stelle ungefähr war. Unterbrach Severus leicht gereizt. Nachdem Harry die ungefähre Stelle genannt hatte, verabschiedete er sich von Severus und begab sich in seine Räumlichkeiten. Kaum war er in seinem Wohnzimmer, vernahm er eine Stimme aus dem Kamin. Harry, bist du da? Ja, Ron, ich bin hier, sagte Harry und setzte sich vor den Kamin. Mann, Harry, den Minister bekommt man ja leichter ans Flohnetz als dich, ulkte Ron. Harry konterte witzelnd. Ja, aber nur, weil du Beziehungen hast. Ron kam recht schnell zur Sache, als er erklärte. Hermine hat uns vorhin gestört. Sie ist jetzt oben und liest. Wegen Ginny. Harry schluckte, als Ron den Namen seiner Schwester nannte. Was ist mit ihr? Fragte Harry mit zittriger Stimme. Ron antwortete flüsternd. Du weißt doch noch, dass ihr Spanier zu Weihnachten bei seinen Eltern gefeiert hat und nicht bei uns. Harry nickte. Ron fuhr fort. Er wollte zuerst mit uns feiern, aber nachdem Ginny festgestellt hat, dass sie schwanger ist, naja, das war der Moment, wo sie ihrem, Merlin, wie hieß der noch? Pedro? Egal, sie hat sich dazu entschlossen, ihm nicht nur zu sagen, dass sie schwanger ist, sondern auch zu gestehen, dass sie eine Hexe ist. Harrys Augen wurden ganz groß, vor lauter Ungläubigkeit, bevor er aufgebracht sagte, aber das würde ja bedeuten, dass er... Ron beendete den Satz. Ein Muggel ist. Ja, er ist einer. Sie hat in seiner Gegenwart nie gezaubert. Du weißt ja, dass man aufpassen soll. Wäre nicht so prima, jedem gleich zu sagen, dass man ein Zauberer ist. Aber egal. Auf jeden Fall hat er mit Ginny Schluss gemacht, der Hund. Nur weil sie eine Hexe ist. Sie ist wieder zu unseren Eltern gezogen. Mutter hat erst noch versucht, die Beziehung zu kitten. Hat ihm doch tatsächlich eine Eute den ganzen weiten Weg nach Spanien geschickt. Das arme Tier. Das hat ihn aber nur noch mehr auf die Palme gebracht. Er hat gesagt, dass er mit Ginny und ihrer Hexerei nichts zu tun haben will. Und was aus dem Kind wird, wäre ihm auch egal, hat er gesagt. Mit betrübter Stimme fügte Ron einen Moment später hinzu. Naja, das war dann auch der Punkt, wo meine Eltern ausgerastet sind. Ich meine, sie waren immer Muggelfreunde, aber ihn hassen sie abgrundtief. Er hat nicht nur Ginny fallen lassen, sondern auch noch unsere Familie beleidigt. Wieso? Was hat er gesagt, Ron? Fragte Harry aufgebracht. Ron erwiderte. Er hat erst nur Ginny so genannt. Wie war das Wort nochmal? Ja, er hat immer zu Loco gesagt. Keine Ahnung, was das heißt, aber Monstro habe ich selbst ich verstanden, auch wenn ich kein Wort Spanisch kann. Ich sag dir, wenn ich den in die Finger bekomme. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.